Er ist mit rund 600.000 Mitgliedern der größte Verein Österreichs, der Alpenverein. Nach 30 Jahren hält er seine jährliche Hauptversammlung wieder in Schladming ab. Veranstaltungsort ist der Kongress Schladming. Ungefähr 500 Delegierte kommen zu dieser größten Alpenvereinstagung. Neben Beschlüssen findet der Austausch zu Themen wie Bergsport, Hütten, Naturschutz und Jugendarbeit Platz. Der Alpenverein sieht sich als Anwalt unserer Bergwelt. Die größte Botschaft ist die, dass er der Anwalt unserer Bergheimat ist. Und diese Bergheimat haben wir von den Vorgängern ererbt. Wir bewirtschaften sie jetzt teilweise katastrophal. Und wir müssen sie aber so, wie wir sie ererbt haben, an die Jugend weitergeben, an unsere Nachkommen. Das heißt, wir haben vieles gut zu machen. Und da ist der Alpenverein, also einer der größten NGOs in Österreich, voran fort. Und wir in den Sektionen am Land draußen sind an den Schnittstellen. Und wir müssen diese Botschaft hinbringen. Und wenn wir Gefahr laufen, dass wir überrannt werden, dass wir durch touristische Eigenmächtigkeiten, durch touristische Explosionen das nicht schaffen, dann rufen wir, liebe Führung des Alpenvereins, das hilft uns. Ja, das ist eine Knochenarbeit von unseren Wegewarten jetzt zum Beispiel, die also unsere Wege erhalten, markieren, die zur Orientierung beitragen, die dazu beitragen, dass die Leute nicht hinunterstürzen, die natürlich auch dazu beitragen, dass die Leute nicht über die Wiesen gehen und die Wiesen kaputt machen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Alpenvereinshütten auf neuestem ökologischen Stand zu bringen sind und gebracht worden sind, damit also auch hier alle Umweltauflagen erfüllt werden. Und was die Umweltpolitik betrifft, da haben wir Parteistellung in allen UVB-Verfahren, also dort, wo eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist, und dort bringen wir uns sehr massiv ein. Zu den wichtigsten Aufgaben des Alpenvereins gehört die Ausübung und Förderung bergsportlicher Tätigkeit und die Ausbildung entsprechender Fachleute. Natürlich ist die Sicherheit ein großes Thema. So pflegt der Alpenverein ungefähr 26.000 Kilometer Wanderwege, die zu den 230 Schutzhütten des Vereines führen. Und nicht immer geht alles gut. Dann ist die Bergrettung zur Stelle. Für ihre Einsätze werden 4 Bergretter mit dem Grünen Kreuz ausgezeichnet. Bruno Berloffer aus Innsbruck, Herbert Rohrmoser aus Rauris, Karl Höflehner und Herbert Schütter, beide von der Bergrettung Schladming. Schon ziemlich schwere Einsätze dabei gewesen, wo man natürlich auch für sich oder auch für seine Leute als Einsatzleiter schauen muss, dass man selber wieder gesund heimkommt und da aber für den Verletzten das Beste tun will. Und da kommt man oft einmal schon auch in eine Zwangslage, wo man schauen muss, dass die Beste rauskommt und zum Glück war uns das Glück halbe halt und sind wir wieder gesund heimkommen. Aber für das freue ich mich besonders. Um so eine Aufgabe anzugehen, hat man meist die Liebe zu den Bergen schon von Kindesbeinen in sich. Ich bin in die Berge geboren, nicht? Und bin als Kind eigentlich schon in die Berge unterwegs gewesen. Und mit 10, 12 Jahren eigentlich bin ich schon lange auf die Berge gegangen und das hat mir sehr viel bedeutet. Und durch die Bergrettung bin ich eigentlich noch mehr zu den Bergen gekommen, nicht? Weil einfach, ich bin bei den Naturfreunden, das hat mir ermöglicht, da zu den Expeditionen zu fahren, nicht? Da war der Hans Ladreiter für mich ein großes Vorbild, muss ich sagen, der was leider verunglückt ist, nicht? Und da muss ich sagen, so bin ich irgendwie mehr reingewachsen und der Wunsch ist dann irgendwie mehr geworden. Unsere Bergwelt ist ein wertvolles Gut, das geschützt und gepflegt gehört. Wir wissen schon, wie wir mit unseren Bergen umgehen. Das wird schon in den Schulen gelehrt, aber auch in den Familien und eben dann in den alpinen Vereinen wie dem Alpenverein. Da sind wir stolz drauf, dass das so gut funktioniert. Und ich glaube, dass wir da auch gemeinsam in eine gute Zukunft gehen können, damit die Steiermark das bleibt, was sie ist. Das grüne Herz Österreichs und mit dieser wunderbaren Bergwelt, mit der wir auch international punkten können. Stichwort Jugend. Auch eine Delegation der Alpenvereinsjugend ist vor Ort.
Die Alpenvereinsjugend macht Ausflüge, Veranstaltungen draußen am Berg, bei verschiedenen Sportarten. Wir gehen klettern, wir machen Jugendarbeit. Und wir versuchen auch zu demonstrieren, dass es wichtig ist, dass wir Ausbildung machen, dass wir die Jugend in die Natur hinausbringen und dass wir einfach die Natur für die Jugend zur Verfügung stellen, indem man ihnen kundtut, wie schön es draußen ist und wie wichtig es ist, dass wir auch die Natur erhalten. Es ist unglaublich, wie viel in den Sektionen wirklich gemacht wird, damit Kinder und Jugendliche nicht nur hören, was es bedeutet, in der Natur zu sein, sondern wirklich Tage draußen zu verbringen. Und das ist etwas, was einfach unglaublich berührt. Und jeden, der draußen gewesen ist oder die Berge erlebt hat, nimmt das wirklich sein ganzes Leben mit. Und das ist schön, wenn man das auch den Kindern und Jugendlichen mitgeben kann. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde Andreas Ermakora erneut zum Alpenvereinspräsidenten gewählt.